Hallo zusammen. Schön, dass Sie noch mal reinschauen. Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und ich wollte noch mal kurz Revue passieren lassen. Da war viel los im letzten Jahr. Wir sind mit einem Wahlkampf gestartet. Im Mai hat sich die neue Landesregierung konstituiert. Ich bin in den Ausschüssen Bildung und Weiterbildung, Wissenschaft und Kultur. Und als kulturpolitische Sprecherin war ich in den letzten Monaten viel unterwegs in Gesprächen mit Theatern, mit Museen, mit Kultureinrichtungen. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese zweite Legislaturperiode nochmal machen darf. Und ich möchte mich auf diesem Wege einfach nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken für Ihre Unterstützung und für Ihr Vertrauen. Ich werde weiterhin sehr, sehr gerne und sehr engagiert in diesen Bereichen arbeiten. Nebenbei sind natürlich alle möglichen anderen Themen angefallen. Ich habe versucht, in den letzten Monaten Sie im Videobeiträgen, also mit Videobeiträgen oder auch auf der Homepage auf dem Laufenden zu halten. Sie können alle unsere Anträge immer abgreifen und ich finde es wichtig, dass Sie als Bürger über meine Arbeit informiert sind. Ich möchte das auch im kommenden Jahr so handhaben. Ich freue mich, wenn Sie meine Videobotschaften anschauen, wenn Sie reinklicken. Und ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr vieles bewegen werden. Zunächst wünsche ich Ihnen jetzt aber auf alle Fälle ein sehr schönes, geruhsames Weihnachtsfest mit Ihrer Familie, mit Freunden. Einfach die Seele baumeln lassen, ein paar Tage zum Ausspannen mit vielleicht schönen Geschenken, schönen Überraschungen, aber auf alle Fälle vielen, vielen schönen Momenten. Alles Gute und frohe Weihnachten.